15 Sekunden geht's los. Dann gehen die Uhren langsamer, wird immer behauptet. Herzlich willkommen bei Lass uns reden, dem Talk der Abda. Reden wollen wir heute über die Rolle der Apotheker in der Pandemie und was das möglicherweise bedeutet für ihre zukünftige Aufgabe im deutschen Gesundheitssystem. Unsere Gesprächspartner sind Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Abda-Präsident Friedemann Schmidt. Auch Sie können mitdiskutieren. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen per Facebook oder per E-Mail an lassunsreden@abda.de. Mein Name ist Gregor Waschinski und bevor wir mit dem Minister diskutieren, übergebe ich das Wort an den Abda-Vizechef Matthias Arnold. Er hat uns vier Thesen mitgebracht und diese vier Thesen, die würden wir jetzt gerne hören. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite, schönen guten Abend, Herr Minister, schönen guten Abend, liebe Gäste und Zuhörer. Wir wollen uns mit dem Feld beschäftigen, was haben wir gelernt aus den letzten Monaten der Pandemie. Und da sind im Endeffekt vier Thesen zur Arzneimittelversorgung rausgekommen, die ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Was wir wissen, das wissen wir natürlich aus verschiedenen Quellen, aus statistischen Erhebungen. Wir wissen es aus Sonderumfragen, zum Beispiel mit Marpinion. Wir wissen es aus unserem Abda-Datenpanel und wir wissen es aus dem Apothekenklimaindex. Ganz besonders wissen wir es aber auch aus über 300 Zusendungen von Kollegen, die sich gemeldet haben bei unserer Mailaktion zu coronalehren.de. Wir haben versucht, das alles zusammenzufassen und in verschiedene Thesen zu führen, sodass das etwas übersichtlicher wird. Ich möchte aber allen danken, die mitgemacht haben. Die erste These: Das dezentrale Arzneimittelversorgungssystem hat eine ganz hohe Krisenresilienz. Das haben wir bewiesen, denn viele kleine Einheiten garantieren im letzten Ende die Versorgungssicherheit. Die Flächendeckung bei infektionsbedingter Schließung einzelner Betriebe ist gewährleistet. Das heißt also, wenn eine Apotheke was nicht konnte, waren viele andere da. Das haben die Kollegen uns mehrfach bestätigt. Und diese Mehrarbeit hat aber auch, das kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten, in den Apotheken dazu geführt, dass die Teams zusammengeschweißt wurden. Es war eine herausfordernde Aufgabe, aber am letzten Ende war es für die Teams auch wirklich eine Aufgabe, die wir gern gemeistert haben. Wir haben gezeigt, dass die inhabergeführten Betriebe sehr schnell an den Krisenbedarf anpassen können. Wir haben das gezeigt, wie schnell wir die Infektionsschutzregime umsetzen konnten, wie schnell Spuckschutzwände installiert waren. Wir haben es gezeigt, wie viel Fantasie wir aufgebracht haben, um dieses hohe Patientenaufkommen zu meistern. Wir haben es aber auch gezeigt, dass mit uns das Infektionsgeschehen trotzdem kontrollierbar bleibt. Das heißt, bis Ende April haben nur 30 Apotheken von 19.000 Apotheken wegen Infektionsverdachtsfällen im Personal kurzzeitig schließen müssen. Wir waren also immer am Netz, wir haben unsere Versorgungsaufgabe erfüllt. Wir hatten auch keine Ansteckungen von Patienten, die in Apotheken erfolgt sind. Wir haben gezeigt, dass schon zu Beginn des Lockdowns wir mit der Situation konfrontiert waren, dass viele Arztpraxen nicht mehr am Netz waren, dass sie schließen mussten, dass die Versorgung eher auf ärztlicher Seite in die Not geriet. Die Apotheken waren da und sind die ganze Zeit über da geblieben für ihre Patienten. Wir haben gelernt, dass die lokalen Netzwerke die Versorgung unterstützen. Wir haben gezeigt, dass vieles auf ganz lokaler Ebene, zum Beispiel mit Gesundheitsämtern, mit Arztpraxen, funktioniert hat. Wir haben gezeigt, dass wir sehr viel Fantasie haben, wie man Grundstoffe zum Beispiel für die Desinfektionsmittelherstellung ranschaffen kann. Das ist unternehmerische Fantasie. Das ist kombiniert mit unternehmerischer Freiheit, führt das dazu, dass wir auch dieses Problem sehr, sehr schnell und sehr sicher lösen konnten. Alltagsmasken ist genau das Gleiche. Wir haben uns da sehr schnell dran gewöhnt und haben da sehr viel getan für unsere Patienten. Zweite These: Wir brauchen pharmazeutische Beinfreiheit. Denn wir haben gelernt, dass gerade in der Krise, aber auch darüber hinaus, diese Beinfreiheit die Versorgung verbessern kann. Was verstehen wir unter Beinfreiheit? Wir sind zum Beispiel in der Lage gewesen, als die Industrie nicht mehr liefern konnte, haben wir 5,1 Millionen Liter Desinfektionsmittel in wenigen Wochen hergestellt. Die Verzögerungen, die es gab, die waren eigentlich nur der unklaren Rechtslage geschuldet und nicht dem Wollen der Apotheker, es schnell zu bewältigen. Wir haben Lieferengpässe gemanagt, denn sie sind nicht weniger geworden in dieser Zeit. Das hat viel Zeit gekostet und das hat auch sehr viel Arbeit gekostet. Sehr, sehr hilfreich war da die Beinfreiheit.
Denn liberale Austauschregeln haben es möglich gemacht, dass wir unsere Patienten besser versorgen konnten und dass wir nicht mehr so häufig die Patienten in die Apotheke bestellen mussten. Wir haben sehr viel ausgetauscht. Wir haben aber auch sehr viele Äquivalenzdosistabellen entwickelt, um diesen Austausch zu erleichtern. Wir danken da ganz herzlich der Arzneimittelkommission. Und wir hoffen, dass diese Liberalisierung auch weitergeführt werden kann. Wir haben die Versorgungsleistung gesteuert, wir haben Bodendienste geleistet. Sie sind knapp 50% angestiegen ab März 2020. Jeder dieser einzelnen Bodendienste war eine Aktion zur Kontaktvermeidung für gefährdete Patienten. Wir haben 21% der Apothekenkunden über 60 Jahre im Bodendienst versorgt. Und das waren alles Risikopatienten. Wir haben auch kontingentiert und priorisiert, gerade wenn Meldungen durch die Medien liefen, wie zum Beispiel Paracetamol. Da haben wir dafür gesorgt, dass es nicht knapp wurde und dass die Menschen, die die Arzneimittel wirklich brauchten, auch versorgt worden sind. Wir Apotheken haben aber in der Krise auch bewiesen, welche große psychosoziale Funktion wir haben. Denn viele Menschen hatten Fragen. Viele Menschen kamen mit Fragen zu uns, waren verunsichert, hatten Angst, wussten nicht, wie man sich jetzt richtig verhalten soll. Diese große Akzeptanz bei Apotheken zeigt sich in der Zahl, dass 87% der Kunden den Apotheken die Schulnote 1 und 2 gegeben haben. Wir sind die niedrigschwellige Anlaufstelle für verunsicherte Patienten und Menschen in Notlagen. Wir sind die Instanz zum Infektionsschutz. Und jeder, der in der Praxis tätig ist, weiß, wie oft wir an unseren HV-Tischen mit Fake News konfrontiert worden sind, mit Meldungen aus dem Netz, die falsch waren, die wir richtigstellen mussten. Aber natürlich haben uns auch die öffentliche Hand, zum Beispiel Gesundheitsämter, angefragt. Wir haben Werbung gemacht für die Corona-Warn-App. Wir haben uns eingebracht in den Fragen, wo es häusliche Gewalt besonders schwer wurde, in die Fragen der Isolation, wenn man die Wohnung nicht verlassen konnte. Wir haben so mit unserer Kampagnenarbeit auch die gesellschaftliche Verantwortung flankiert. Vielleicht hat jeder von Ihnen auch diese Plakataktion gesehen, die wir sehr, sehr schnell deutschlandweit geschaltet haben und auf das Wichtigste hingewiesen haben, um die Krise einzudämmen. Und wir haben es mit einem Augenzwinkern gemacht, so wie man das eigentlich von uns erwartet, ein fairer Partner in der Nachbarschaft. Und wir haben gelernt, wir mussten lernen, dass die Krise eine Katalysatorfunktion hat. Sowohl eine gute wie auch eine ungute, wenn es zum Beispiel um digitale Entwicklung im Markt geht. Wir haben gesehen, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass die Digitalisierung in der Arzneimittelversorgung wirklich anerkannt wurde. Es gab mehr Akzeptanz für Telematikinfrastruktur und Fragen des E-Rezepts, sowohl bei uns Kollegen als auch bei unseren Patienten. Wir haben einen stärkeren Fokus gesehen, das heißt, die Apotheken haben darauf reagiert, sie haben investiert in die digitale Infrastruktur. Wir haben natürlich auch einen intensiven Wettbewerb um patientenorientierte Lösungen gesehen im Markt. Nicht alle sind heute so marktgängig und so weit verbreitet, dass sie sozusagen Massenwirkung haben. Aber der Wettbewerb um die beste Idee hat begonnen und ist immer noch am Laufen. Aber wir haben auch Trends gesehen, die nicht so gut sind, die den Patientenschutz erodieren. Zum Beispiel die vertikale Integration der Versorgung. Das heißt also, wenn pharmazeutische und ärztliche Tätigkeit getrennt werden, wenn Telemedizinanbieter gleichzeitig Apotheken besitzen und Verordnungen, die Ärzte ausstellen, direkt in Versandapotheken umgelenkt werden und der Patient nicht mehr die freie Wahl der Apotheke hat. Wir sehen eine Erosion der Verschreibungspflicht. Die Verschreibungspflicht ist ein wichtiges Element der Arzneimittelsicherheit in allen Ländern dieser Welt. Und es ist eine Erosion dieser Verschreibungspflicht, wenn ich einfach mit einem Online-Fragebogen, wo ich nicht weiß, ob den jemals ein Arzt sieht oder ob den nur ein Bot beantwortet, wenn es kein Arztgespräch gibt, wenn damit die Verschreibungspflicht ausgehebelt wird, wenn es nur noch darum geht, produktorientiert zu arbeiten, Lifestyle-Medikamente möglichst schnell unter die Menschheit zu bringen und damit auch noch Geld zu verdienen. Beispiele gibt es genügend im Netz. Man kann also auf seine Seite gehen, findet eine Arztkonsultationsservice und Sie sehen schon, es gibt eigentlich nur offensichtlich vier ärztliche Probleme oder vier Probleme, die die Menschheit bewegen. Sexuell übertragbare Krankheiten, Abnehmen, Erektionsstörungen und Schmerzlinderung.
Und dann kann ich einfach mit einem Online-Fragebogen, wo das System mir auch hilft, wenn ich eine Frage falsch ankreuze, dann werde ich korrigiert, damit ich zum Schluss auch schnell zu meinem Rezept komme. Natürlich kostet das eine Gebühr von 10 bis 25 Euro. Und dann kriege ich aus der entsprechenden Partnerapotheke, wie es so schön heißt, mein Medikament nach Hause geliefert. Das ist eine Automatisierung eines Systems und das ist eine Umgehung der Verschreibungspflicht, wie wir sie aus fachlicher Sicht nicht gutheißen können. Und die Indikation, die Sie da sehen, Impotenz, Asthma, Antibabypille, das sind ernste Indikationen und das sind Arzneimittel, die auch gefährliche Nebenwirkungen haben, wenn sie falsch angewendet werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Verschreibungspflicht erodiert. Diese andauernde Pandemie bringt auch weitere Herausforderungen für uns Apotheken. Wir diskutieren über die Distribution von Masken. Wir sprechen über Impfaufklärung, Impflogistik oder Impfstofflogistik. Wir sprechen über die Bereitstellung und auch den Einsatz von Antigentests. Das sind wichtige Themen. Und wir sind bereit, auch diese Herausforderungen anzunehmen, wenn die rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen geregelt sind. Wir haben hier den Auftrag, den ich auch gerne hier nochmal vorlese. Eine Kollegin schrieb an uns: Bitte nehmen Sie das gute Krisenmanagement der Apotheken zum Anlass, gegenüber der Politik klarzumachen, was die Apotheken für die Gesundheitsversorgung in Deutschland leisten. Ich freue mich, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, mit unserem Minister genau diese Probleme zu diskutieren, und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Lassen Sie uns reden. Vielen Dank, Herr Arnold. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an Sie, dass Sie auch Fragen stellen können. Die tauchen dann hier auf diesem Tablet auf und ich versuche, Sie dann bestmöglich in die Diskussion auch einzuflechten. Herr Minister, Sie haben die vier Thesen gehört und meine Frage an Sie: Gibt es eine These, die Sie vielleicht besonders unterstreichen würden und vielleicht auch eine These, die Sie ganz anders formulierten? Nein, anders formulieren würde ich keine davon. Auch alle unterstützen grundsätzlich. Klar, über die konkrete Ausprägung und Schlussfolgerung müssten wir im Zweifel dann immer noch diskutieren. Aber was mir einfach wichtig ist, auch vorneweg, ist vor allem das Thema Krisenresilienz und das, was die Apotheken, die Apothekerinnen und Apotheker mit ihren Teams in dieser Krise bis hierhin, wir sind ja noch mitten in der Pandemie, geleistet haben. Und wie sehr, und das sage ich jetzt auch mal, ich jetzt als Minister, aber ich meine vor allem eben, wir uns in der Verantwortung auch verlassen konnten, in ja auch schwerer Zeit. Mir kamen gerade all die Erinnerungen wieder hoch, als Sie das Desinfektionsmittel erwähnten, wie das ja war im Februar, März, wo wir schlicht und ergreifend kein Desinfektionsmittel mehr in Deutschland hatten und wir ohne die Hilfe der Apothekerinnen und Apotheker die Bereitschaft auch umzustellen, wir das nicht in den Griff bekommen hätten. Ich weiß noch, ich habe schon mal auf dem Apothekertag gesagt, dass wir hier in Berlin in der Zweitwohnung sozusagen, aber über eine Apotheke wohnen. Und ich weiß noch, wie da lange Schlangen standen, über lange Zeiträume, manchmal heute noch stehen, natürlich jetzt auch wegen der Abstände nochmal, aber ganz am Anfang vor allem, weil wahnsinnig viele Bürger mit ihren Fragen niedrigschwellig zuerst mal in die Apotheke gegangen sind, Informationsbedarfe hatten, wie es Panik gab, wie mir Apotheker berichtet haben, dass Patienten mit Tränen in den Augen, chronisch krank, HIV, Krebs, mit den Berichterstattungen aus China, dass möglicherweise bestimmte Arzneimittel gar nicht mehr rüberkommen nach Europa, Panik hatten, ob sie denn in 3, in 6 Monaten überhaupt noch die Medikamente kriegen, die sie zum Leben brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und all das haben die Apotheken in der Krise auf- und abgefangen und vieles andere mehr. Und wenn Sie fragen, was mir jetzt im ersten Moment das Wichtigste wäre, ist tatsächlich das zu unterstreichen und Dankeschön auch einfach zu sagen, für das, was da bis hierhin geleistet wurde und noch geleistet wird. Herr Schmidt, Sie sind Interessenvertreter in Berlin, aber auch noch immer Inhaber einer Apotheke. Ja. Wie hat sich denn bei Ihnen in der Solmo-Apotheke in Leipzig Corona konkret ausgewirkt? Also es war genauso, wie der Minister beschrieben hat, dass die größte Herausforderung am Anfang war die Angst vor den Lieferengpässen. Das war wirklich das, was uns alle am meisten umgetrieben hat, die Angst von Patienten, ich könnte nicht versorgt werden im Laufe des Sommers. Da gab es ja auch starke Hinweise darauf, dass wirklich eintreten könnte. Ja, und dann kam dieses Desinfektionsmittelproblem und von den 5 Millionen Litern, die wir insgesamt in deutschen Apotheken gemacht haben, sind, ich glaube, 500 Liter in meiner relativ kleinen Apotheke gemacht worden. Wir haben so eine lokale Supermarktkette beliefert. Dazu mussten die uns aber zunächst mal
200 Liter Trinkbranntwein, also klassischen Alkohol, von ihrem Schnapslieferanten besorgen. Wir haben dann wirklich tagelang, der ganze Betrieb verwandelte sich in ein Produktionslabor. Wir haben zwei Pharmaziestudentinnen, Gott sei Dank, gehabt, die mitgemacht haben, sonst hätten wir es nie hingekriegt. Das war so das, was uns sehr beschäftigt hat. Wir haben nebenbei diese ganzen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Also wir haben Plastikvisiere, wir haben Plexiglasscheiben installiert, wir haben ein Regime der Desinfektion etabliert. Das funktionierte gut, weil es tatsächlich so, wie Matthias Arnold sagt, wir haben gute Voraussetzungen. Also die Resilienz kommt natürlich aus der Struktur, weil wir entscheiden konnten. Jeder einzelne Apotheker kann für sich entscheiden und die sind ja ausgebildet und können mit Risiken gut umgehen. Wir haben qualifizierte Mitarbeiter, die sofort auch reagieren. Da ist niemand, dem man erklären muss, kann ich mich jetzt anstecken oder wie kann ich mich anstecken. Und wir haben natürlich, und das war dann der Punkt, wo wir wirklich auch schnell zusammengekommen sind, und das, finde ich, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir dieses Lieferengpass-Thema eigentlich nicht hatten. Wir haben diese Erleichterung, was Matthias Arnold als Beinfreiheit bezeichnet hat, diese Erleichterung bekommen. Und das hat es uns eben ermöglicht, überhaupt neben dem ganz normalen Regelbetrieb, den wir ja in so einem schubweisen Verlauf hatten über das ganze Jahr, überhaupt diese ganzen Nebenleistungen zu erbringen. Das war nur möglich, weil es diese Beinfreiheit gab. Sonst wären wir, da bin ich ganz sicher, wir wären irgendwann vor die Wand gelaufen. Lieferengpässe haben Sie jetzt beide angesprochen. Dazu haben wir auch schon eine Frage bekommen. Das scheint also auch die Zuschauer zu bewegen. Und zwar nehmen die Lieferengpässe ja zu. Und die wird es ja auch nach der Pandemie geben. Und die Frage ist jetzt an Sie, Herr Minister, kann man dann die Austauschregeln, diese Beinfreiheit, die angesprochen wurde, kann man das nicht einfach verlängern? Das ist eine Diskussion, die wir schon öfter geführt haben. Ich bin auch gerne bereit, ehrlicherweise, ich habe jetzt die letzten Tage und Wochen mich etwas mehr mit noch ein paar anderen Aspekten dieser Pandemie beschäftigt, etwa mit dem Impfen. Aber ich würde einfach sagen, da müssen wir zeitnah uns nochmal zusammensetzen, das auswerten miteinander, weil natürlich, das hat ja auch was zu tun mit der Systematik der Rabattverträge, die wir haben im Generika-Bereich, um auch ja zu sparen. Dafür braucht es natürlich dann auch gewisse Mengen nach Vertragsschluss und anderes mehr. Aber das grundsätzliche Thema der Lieferengpässe, wir hatten, was haben wir denn heute überhaupt? Freitag, Mittwoch, vorgestern EU-Gesundheitsministerrat, wo die Kommission auch auf unser Drängen hin die EU-Arzneimittelstrategie vorgestellt hat, erstmalig. Aus meiner Sicht ist es jetzt sehr wichtig, dass wir halt auch mal konkret werden. Ne? Wir haben schon vor Corona, im 2019 habe ich schon im Rat gesagt, mit anderen Kollegen, wir müssen wieder stärker, insbesondere bei bestimmten Wirkstoffen, auch Produktion in Europa haben. Das ist ja im Grunde eines der Probleme bei den Lieferengpässen, diese starke Abhängigkeit von ein, zwei Produzenten, auch bei Vorprodukten, auch von China, Indien insbesondere. Also das eine ist ja sozusagen das Problem bei den Symptomen fassen, bei der Erleichterung, aber dann vor allem auch bei den Ursachen in den Griff zu kriegen. Und das geht eben nur in Europa. Also das Thema bleibt, aber es darf eben nicht nur als besprochenes Thema bleiben, sondern mir ist sehr wichtig, dass wir im nächsten Jahr auch auf europäischer Ebene, ob es Investitionsanreize sind, ob es Vergaberecht ist, tatsächlich auch entscheiden, was einen Unterschied machen kann. Herr Schmidt, wenn sich der Minister jetzt mit den Apothekern bei dem Thema bald zusammensetzen möchte. Wir sitzen ja schon zusammen. Also und dann einfach noch mehr drüber sprechen und sich noch mehrere Male zusammensetzen. Mhm. Was genau würden Sie dann fordern und gibt es vielleicht noch andere Bereiche, wo sich die Apotheker auch mehr Flexibilisierung wünschen, mehr Flexibilität, die Sie da auch anbringen könnten? Wir müssen jetzt tatsächlich schauen, wie diese Erleichterungen beim Austausch, was jetzt der Minister angesprochen hat im Zusammenhang mit den erleichterten Austauschregeln bei den Rabattverträgen, wie die sich ausgewirkt haben. Wir gehen davon aus, dass unsere Kollegen das absolut verantwortungsbewusst gemacht haben. Die haben wirklich geschaut, wo kann ich auch unter diesen schwierigen Bedingungen noch einen Rabattvertrag bedienen. Nur wenn es nicht ging, haben sie die neuen Regeln gemacht. Wenn wir jetzt zeigen können, dass das funktioniert hat und dass das nicht dazu geführt hat, dass die Rabattverträge sozusagen ins Leere laufen, dann denke ich, sollten wir darüber reden, ob wir Erleichterungen bei diesen Regeln zum pharmazeutischen Bedenken, so heißt das, also Dinge, die Dokumentationspflichten auch angehen, ob wir da was tatsächlich tun, weil das führt dazu, dass die Kollegen Arbeitszeit einsparen und viel mehr Freude am Beruf haben. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr wichtig. Der zweite entscheidende Punkt ist natürlich dieser Digitalisierungspunkt. Darauf werden wir aber sicherlich noch zu sprechen kommen. Da habe ich schon den Wunsch, dass all diese Auswüchse, die der Kollege Arnold jetzt gezeigt hat, die uns allen eigentlich nicht gefallen können. Also auch die Politik kann kein Interesse daran haben, dass so ein essentielles Thema wie Verschreibungspflicht
unterlaufen wird. Dass wir da gemeinsam rangehen und aufpassen, dass uns hier nicht Dinge unterlaufen in dieser besonderen Situation, in der wir jetzt sind, in der diese digitalen Mechanismen natürlich jetzt erstmal stark nachgefragt werden, auch von den Patientinnen und Patienten, weil sie nicht so mobil sind, dass das ausgenutzt wird und dass wir eine Erosion haben bei ganz zentralen Punkten, die für die Stabilität des Systems, aber vor allen Dingen auch für die Arzneimittelsicherheit wichtig sind. Darüber werden wir reden müssen und darüber reden wir natürlich auch bereits. Das Thema Digitalisierung werden wir auf jeden Fall auch noch ansprechen später in dieser Diskussion. Vielleicht zu diesem Punkt noch, Herr Spahn, wie viel Beinfreiheit wollen und können Sie denn den anderen Akteuren oder anders gefragt, wie viel Beinfreiheit für die Apotheker können und wollen Sie den anderen Akteuren im Gesundheitssystem zumuten? Das Thema Rabattverträge haben Sie ja schon angesprochen. Sie meinen jetzt die Krankenkassen oder? Beispielsweise oder auch KBV. Naja, das Verhältnis Arzt und Apotheker ist ja hoffentlich, ich meine, ist eines im beständigen Flusse. Wir lernen jetzt übrigens, wir sammeln ja auch Erfahrungen, wenn ich den kleinen Exkurs machen darf, weil Sie es gerade ansprechen, ja auch beim Thema Grippeimpfen. Es ist jetzt natürlich unter Pandemiebedingungen nicht ganz so, also hat ja beides eine Chance, aber tatsächlich auch schwieriger, auch wegen der starken Nachfrage und Knappheiten, die da sind. Da würde ich im Zweifel, wenn wir dann nachher zu kommen, auch noch was zu sagen. Aber jedenfalls müssen wir auch das tatsächlich so miteinander checken, wie Herr Schmidt das gesagt hat. Sind die Rabattverträge in ihrer Grundsubstanz mit ihrem Ziel zu sparen? Ich meine, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Wir machen es auch nicht, um Krankenkassen zu gefallen. Wir machen es, um Beitragsgelder zu sparen. Sind sie damit sozusagen in Frage gestellt? Oder gelingt das eben so gut und so verantwortlich, so wie das Herr Schmidt gerade beschrieben hat, dass man da eben dieses größere Maß an eigentlich ja weniger Dokumentationspflicht vor allem auch ja und Entscheidungsfreiheit auch geben kann. Also ich bin da grundsätzlich offen. Ich möchte halt schon aber gerne das Geld, das wir da sparen, zum größten Teil auch weiterhin sichern, weil wir brauchen es eben auch an anderer Stelle. Übrigens auch durchaus bei der Apothekenversorgung, wo wir auch beim Botendienst oder nach 1,5 Jahren Debatten, glaube ich, gefühlt, beim Vorortstärkungsgesetz tatsächlich ja auch zusätzliche Ausgaben haben und auch richtigerweise haben. Kommen wir doch dann gleich zum Thema Impfen, das Sie jetzt schon angesprochen haben. Es gibt ja in den Bundesländern unterschiedliche Pläne, inwieweit Apotheker da auch in diese Mammutaufgabe bei den Impfzentren und Aufbau dieser Infrastruktur eingebunden werden sollen. Welche Rolle denken Sie den Apothekern für die Impfung und in den Impfzentren zu? Erstmal gibt es eine scheinbar banale, aber unheimlich wichtige Rolle, die alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, haben, aber vor allem auch Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker, nämlich die ganz einfache Situation, der Patient kommt und fragt, soll ich mich impfen lassen? Und wenn dann der Apotheker sagt, weiß nicht oder besser nicht oder vielleicht nicht als erstes, vielleicht mal erstmal gucken oder der Arzt sagt sowas, dann hat das eine enorme Wirkung, die man gar nicht über- oder unterschätzen kann, je nachdem, wie man sieht, auf die Impfbereitschaft, also die Frage sozusagen, wie wird in Apotheken auf das Thema reagiert, wie wird damit umgegangen, wie wird Stimmung oder Nichtstimmung oder Gegenstimmung dazu gemacht, hat einen riesen Einfluss. Da bin ich mir sehr, sehr sicher auf die Impfbereitschaft generell. Wir werden jetzt morgen mit den Ärztinnen und Ärzten auch nochmal eine Diskussionsrunde machen, um da Offenheit zu befördern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das mit den Apothekern einfach auch nochmal machen. Einmalseits fachlich, dass man da informiert, aber auch andersrum einfach zu werben, dass wir da eine positive Grundstimmung zu dieser, ich habe die Tage gesagt, Impfen ist Fortschritt, zu dieser Errungenschaft der Menschheit haben. Und dann gibt es zweitens das Organisatorische, wo wir jetzt im ersten Schritt ja Impfzentren zentral haben werden, unterschiedlich in den Ländern. Das hat auch mit Geografie zu tun. Vorpommern ist anders als Hamburg. Teilweise auch unterschiedlicher Beteiligung der KV'n. Das Thema Rekonstitution, ein Wort, das ich auch neu gelernt habe in den letzten Tagen, führt jetzt dazu, dass man manche Pläne nicht ganz so umsetzen kann in der Beteiligung der Apotheken, wie NRW es etwa dachte. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen. Und wenn es nach mir geht und mit dem, was wir am 4. Dezember sehen, im Frühsommer, Pi mal Daumen, wo wir umswitchen, wo wir von Impfzentren zur Verimpfung in den Praxen kommen. Und spätestens dann kommt natürlich das Thema, wie kommen die Impfstoffe in die Praxis, so wie bei der Grippeimpfung, bei anderen Impfstoffen auch, über Sprechstundenbedarf zum Beispiel eben, dann auch wieder sehr klar auf die Apotheken an und zu,
dass wir dann die Verteilung eben auch hinkriegen, vor allem dann auch von den Impfstoffen, die eben nicht minus 70 Grad in der Logistik und in der Lagerung brauchen. Also es wird nächstes Jahr, das ist aus meiner Sicht mit dem Wissensstand, den wir heute sehen im Entwicklungsstand, absehbar, irgendwann den Switch geben in die klassischen Wege bei den Impfstoffen. Und dann sind die Apotheken natürlich voll mit dabei. Mitte des Jahres. Also ich finde das ganz genau und ich will das hier auch mal ganz deutlich sagen. Also ich habe kein Verständnis dafür, wenn Naturwissenschaftler wie Apotheker das sind, so eine diffuse Sorge vor diesen Impfstoffen verbreiten. Das ist ohnehin weit verbreitet leider, also gerade diese jetzt bald zur Verfügung stehenden mRNA-Impfstoffe. Das ist ein hochinteressantes und wissenschaftlich und auch medizinisch total spannendes neues Prinzip, was für ganz, ganz viele Chancen zukünftig auch bei der Entwicklung neuer Arzneimittel sorgen wird. Und wir zerreden das, weil irgendwelche Leute sagen, oh, könnte sein, das wird in mein Genom eingebaut oder irgend so ein Blödsinn. Also ich erwarte von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich fürs Impfen einsetzen, dass sie klar machen, hier gibt es eine Rationale für die Impfung und hier gibt es ein Maß an Sicherheit. Da erwarten wir natürlich aber auch, dass die Zulassungsbehörden dann die entsprechenden Informationen auch zur Verfügung stellen, dass man das beurteilen kann. Dass wir uns dafür einsetzen, dass diese Impfquote erreicht wird. Das tun wir bei der Grippe jetzt auch und das werden wir auch bei Covid tun, weil das ist die einzige Chance, davon bin ich fest überzeugt, aus dieser Situation in absehbarer Zeit rauszukommen. Und wir haben diese Chance und ich finde es schon mal unglaublich, dass es gelungen ist, durch diese gemeinsame Anstrengung von öffentlicher Hand und pharmazeutischer Industrie so schnell ein Produkt zur Marktreife zu bringen, wie das bei diesen Covid-Impfstoffen jetzt gelungen ist. Das ist auch ein Beispiel für ganz viele andere Fragen therapeutisch, wo wir im Moment nicht weiterkommen. Also da glaube ich, da ist es. Ich finde übrigens, das ist auch was, was uns in Deutschland mal stolz machen darf. Ja. Der erste Test, PCR, wurde am 8. Januar in Deutschland entwickelt auf SARS-CoV-2. Und der erste Weg raus, also der erste Impfstoff, kommt und auch aus Deutschland. Da mag man sich jetzt in Großbritannien feiern, verschiedentlich, ist ja okay, aber jedenfalls der Impfstoff wurde in Deutschland entwickelt. Und mich macht das jedenfalls auch schon stolz, dass diese zwei Wegmarken und dazwischen gibt es auch noch ein paar, eben vor allem auch mit deutscher Wissenschaft zu tun haben. Mhm. Testen, Thema, wo wir gleich auch noch dazu kommen. Ich würde aber noch gerne bei der Impfaufklärung bleiben. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie die Apotheken da auch in der Rolle sehen, Herr Schmidt, ganz vorne bei einer Aufklärungskampagne mitzuwirken. Wie genau soll das ablaufen? Ist das etwas, was Sie von sich heraus dann machen oder erwarten Sie dann auch Gespräche mit dem BMG, wie man das institutionalisieren kann? Vielleicht eine Vergütung? Also wir haben ja zunächst mal das Thema dass wir eigentlich einen Engpass haben werden. Also wir werden ja am Anfang weniger Impfdosen zur Verfügung haben, als wir brauchen. Das heißt, es wird eine klare Priorisierung geben und unsere Aufgabe wird darin bestehen, dabei zu unterstützen, die Patienten, die sich jetzt impfen lassen sollen und die auch dran sind, nach dem Ablaufschema, dann auch zu aktivieren und zu sagen, aus meiner Sicht, und das können wir ja beurteilen, weil wir ja wissen, was unsere Stammpatienten an Medikamenten bekommen. Also wir können sicher relativ gut sagen, dieser Patient gehört zur Risikogruppe oder nicht. Wir kriegen ganz oft schon Anfragen. Also die Leute kommen jetzt schon und fragen uns, was glauben Sie, werde ich dabei sein? Sie kennen ja meine Arzneimittel. Werde ich gleich geimpft oder werde ich nicht geimpft? Oder wann werde ich geimpft? Und bei diesen Fragen können wir mitarbeiten. Wenn die Strategie klar ist und die Informationen vorliegen, denke ich, dass wir da erstmal diese Rolle haben. In der zweiten Phase, wenn es darum geht, tatsächlich mitzuwirken in der ganz normalen Verteilung, also Routineimpfung in Arztpraxen, Apotheken liefern Impfstoff, dann sind wir in einem Feld, was wir kennen. Also dann haben wir auch wieder das Problem, dass wir dann wird es ja breiter, dann müssen wir noch mehr darauf achten, dass die Patienten auch wirklich zum Impfen gehen und erkennen, welche Chance darin liegt. Auch da haben wir in erster Linie mal eine aufklärerische. Das ist jetzt alles noch offen, wie das dann abläuft, wie die Impfstoffe dann, die dann im Markt sind, wie die zu handeln sind, was da an Aufgaben logistischer Art auf die Apotheken zukommt. Das warten wir mal ab. Irgendwann werden wir auch mal selber dran sein. Also ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Meine Kolleginnen und Kollegen erwarten natürlich auch, dass sie rechtzeitig geimpft werden und ihr Personal geimpft werden kann in der Priorisierungskaskade, die wir da jetzt sehen. Wir verstehen, dass zunächst mal die dran sind, die unmittelbar und sozusagen mit Händen und Gesicht am Patienten, am Infizierten sind. Da haben wir immer noch ein bisschen die Möglichkeit, uns zu schützen. Aber dann irgendwann sind wir natürlich auch hochinteressiert, dass wir geimpft werden.
damit wir diese gute Entwicklung, dass die Apotheken am Netz geblieben sind in der Hochphase der ersten Pandemiewelle, dass wir die dann jetzt auch weiterhin sehen werden. Dazu brauchen wir auch die Impfung, dafür werden wir uns einsetzen. Mhm. Dazu gleich, Herr Spahn, haben Sie aus der Ständigen Impfkommission schon gehört, auf welchem Rang dann die Apotheker stehen werden und die Pharmazeuten in der Impfkaskade? Also ob Sie das jetzt so detailliert ausarbeiten, ist heute raus. Doch. Das ist ja meine eigene Verordnung, die Sie jetzt im Zweifel meinen. Ja. Das ist der eine Teil. Wir haben uns gefreut, dass wir da vorkommen. Das ist ja immer der Entwurf, der aber dieses Priorisierungsthema en Detail weiter sonst noch nicht enthält, sondern die Ständige Impfkommission wird, Stand heute in der nächsten Woche, weil sie ja jetzt auch sieht, eben die ersten Zulassungsdaten, einen ersten Vorschlag machen zur weiteren Priorisierung, Konkretisierung. Mit der Impfverordnung heute haben wir ja vor allem noch mal Kostenaufteilung und Aufklärung und anderes mehr schon mal in die Diskussion gegeben. Das ist ja jetzt im Prozess mit den Ländern, den anderen Ressorts, den Verbänden. Aber tatsächlich, da stehen die Apotheker dann auch schon mit adressiert, dann in ich kann jetzt keinen Zeitpunkt nennen, so nach dem Motto in der dritten Woche oder so, aber eben dann doch auch dann natürlich dran zu sein, wie andere Bereiche des Gesundheitswesens auch. Und für die Priorisierung insbesondere, wir müssen auch in der Balance finden zwischen Pragmatismus und absoluter Reihenfolge sozusagen. Beispiel, wenn es dann heißt, alle über 80 oder alle über 70 zuerst und dann gehen die Impfteams, die mobilen, ins Pflegeheim. Und dann wohnt da auch ein 69-Jähriger. Macht es ja keinen Sinn zu sagen, jetzt kommen nur die 70-Jährigen plus dran, sondern dann würde ich sagen, wenn man schon mal in der Pflegeeinrichtung ist, dann alle Bewohner und alle Beschäftigten des Pflegeheims gleich einmal impfen, wenn wir schon mal da sind. Das ist dann sozusagen nicht sklavisch vielleicht nach irgendeiner Reihenfolge, sondern pragmatisch. Und diese Balance zwischen Pragmatismus und Priorisierung, den müssen wir miteinander halt nach und nach definieren. Es geht dann nicht nur ums geimpft werden, sondern auch ums Verimpfen. Das ist auch ein Thema, das die Zuschauer umtreibt und da die Rolle der Apotheken. Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage an Sie, Herr Minister, und zwar haben Sie ja die Pilotprojekte schon angesprochen, die es bei der Grippeimpfung gibt. Können Sie sich dann in dieser zweiten Phase der breiten Verimpfung vorstellen, dass auch in den Apotheken geimpft wird durch Pharmazeuten? Also das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil die Debatte jetzt noch parallel, die wir ja dann haben, gleich werden zwischen Ärzteschaft und Apothekerschaft über diese Frage bei einem neuen Impfstoff. Wissen Sie, wir haben auch gerade auch eine Diskussion mit den Ländern, was Zahnärzte bis hin zu Tierärzten angeht, ob die auch impfen können sollen. Und da muss man ja immer sehen, es geht ja nicht nur um den Impfvorgang an sich, sondern ja um die Anamnese, um die Frage, welche Vorerkrankung, Miterkrankung, welche Wechselwirkungen gibt es. Und anderes mehr. Und gerade bei einem neuen Impfstoff in der Pandemie ist es aus meiner Sicht auch sozusagen fürs Vertrauen erstmal wichtig, auch dass das eben unter ärztlicher Aufsicht passiert. Und gleichzeitig, ich habe diese Grippemodelle angestoßen. Ja. Insofern muss man sich jetzt nicht da an bestimmten Stellen überzeugen. Aber wir haben auch gesagt, wir lernen jetzt erstmal aus diesen Modellen bei der Grippeimpfung und dann schauen wir weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt diese sowieso ja schon wahrscheinlich emotionale Debatte zur Frage, wer lässt sich von wem, wann, wie, wo impfen, nicht noch überfrachten mit dieser Grundsatzdebatte zwischen Ärzten und Apothekern. Da besteht überhaupt kein Dissens. Impfen ist primär eine ärztliche Aufgabe. Das haben wir immer wieder klargestellt, auch in der Diskussion mit Ärzten und Ärztinnen, dass wir das sagen. Das ist auch die Erwartungshaltung übrigens der Patienten. Die sagen, impfen gehe ich zum Arzt. Bei der Grippe haben wir die besondere Situation, dass die Impfquote einfach nicht das erreicht, was wir alle brauchen. Und die Politik hat entschieden, wir machen jetzt das Angebot breiter. Das heißt, wir schaffen eine Möglichkeit für Leute, sich impfen zu lassen, die vielleicht mit dem Standardprogramm nicht klarkommen, weil sie keinen Arzttermin finden oder sonst was. Das hat also einen ganz klaren pragmatischen Grund. Wir wollen durch das Angebot in den Modellversuchen nicht zeigen, dass Apotheker auch impfen können. Das ist unstrittig. Sondern wir wollen die Impfquoten gemeinsam erhöhen. Ich hoffe ja sehr, dass wir das bei Covid-19 nicht nötig haben. Ich bin nicht sicher, aber ich hoffe ja sehr, dass die Impfbereitschaft der Bevölkerung so groß ist, dass die Apotheken in diesem Zusammenhang, zumindest in diesem Jahr 21, auf das wir zulaufen, gar nicht benötigt werden, weil wir werden diese Impfzentren haben. Das heißt, wir werden ja eine zusätzliche Infrastruktur für Massendurchsatz schaffen in den Ländern. Und wir haben dann ab Mitte des Jahres noch die klassische Infrastruktur Arztpraxis dazu. Also ich glaube nicht, dass wir bei Covid-19 ins Spiel kommen müssen, weil die,
die Quote von hoffentlich hoch genug sein wird. Es kann dann später mal anders aussehen in ein paar Jahren, wenn wir Covid-19-Regelimpfungen haben werden. Sind nicht alle gleich schon nervös. Wir machen jetzt erstmal die Modellprojekte da. Was mir übrigens noch wichtig ist, weil das ja ein Thema ist, ich gucke ja manchmal so, was ist so los in den Apothekerdiskussionen. Bei den Grippeimpfungen wollte ich nur noch loswerden. Also wir haben ja jetzt gerade auch die Auslieferung dieser Tage auch dessen, was wir zusätzlich als Bund beschafft haben. Und die, weil ich dann immer manchmal lese, wann kommt endlich der Bundesteil und wie wird der eigentlich verteilt und so, ist ja kein Rocket Science, was wir da machen. Wir geben über den Großhandel in die klassischen Vertriebswege schon seit 3-4 Wochen eigentlich beständig auch das, was wir kontrahiert haben, einfach mit hinein. Da gibt es keine Extralieferung, da steht auch nicht Bund dran. An manchen Fällen ist es französische Verpackung jetzt an der Stelle. Aber es geht einfach ganz normal mit in die Vertriebs- und Distributionswege an der Stelle und kommt so auch in den Arztpraxen dann eben entsprechend an oder in den Apotheken und kann verimpft werden. Ich bin sowieso noch gespannt. Wir haben ja schon gesagt, wir werden mit den Ärzten und Ihnen einfach auch noch mal in ein paar Tagen zusammen schauen, welchen Überblick haben wir eigentlich, dass 26 Millionen Impfdosen schon verimpft sind, mehr oder weniger, ein paar sind noch in der Ordnung. Das kann ich ehrlicherweise noch nicht ganz glauben. Das würde allen Erfahrungen der letzten Jahre widersprechen. Wenn es so wäre, wäre aber auch super, wäre ich der glücklichste Gesundheitsminister der Welt. Und dann müssen wir miteinander noch schauen oder müssen wir irgendwie auch regional oder zwischen Apotheken und Arztpraxen noch mal ein bisschen flexibel sozusagen steuern. Der eine mag noch was haben, der andere hat eine lange Warteliste. Weil ich erinnere noch, letzter Satz dazu, eine Situation 2018, eine meiner ersten Verordnungen, die ich so unterschrieben habe, war, dass wir eben bei dem Grippeimpfstoff dann es möglich gemacht haben, im Ausland zu beschaffen, die Ausnahmesituation, den Mangel festgestellt habe. Und dann hatten wir nachher 18 Millionen Impfdosen, aber nur 14 Millionen Impfungen. Also das waren ein paar Tage lang alle nach dem Motto Mangel und nicht genug. Dann haben wir die Ausnahme gemacht und nachher hatten wir 4 Millionen Impfdosen, die leider nicht verimpft wurden. Und ich weiß, welcher Stress da gerade ist, weil wahnsinnig viel Nachfrage da ist und in den Arztpraxen und Apotheken dadurch jetzt Stress entstanden ist. Aber andersrum ist die Erfahrung aus 2018, 2019 auch die, dass da auch Stress war und nachher waren 4 Millionen Dosen über. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es diesmal ohne was überschaffen. Also wir müssen uns wirklich darüber unterhalten, wie wir diesen Prozess der Bedarfsermittlung und nachher der Abdeckung des Bedarfs optimieren. Das hat nicht funktioniert, muss man leider sagen. Ich weiß auch nicht, ob alle schon verimpft sind, aber es sieht so aus. Also es tröpfelt nur so nach. Die Leute sind eher gegangen als sonst. Das ist ja auch richtig und vernünftig. Aber wir müssen gucken, und das werden wir, glaube ich, nächste Woche wirklich machen, wie wir diese Bedarfsermittlung bei den Ärztinnen und Ärzten und dann eine Zusammenfassung, Erfassung der Bedarfe in den Apotheken besser steuern und wie wir vielleicht wieder zu so einer Pufferlösung kommen. Wir haben Apotheken, Großhandel haben Puffer vorgehalten, haben wir dann teilweise wegwerfen müssen, ist richtig, konnten wir uns aber in der alten Welt, wo auch andere Preise aufgerufen wurden, muss man heute ehrlich sagen, leisten. Heute kann das niemand mehr. Großhandel und Apotheken sind da extrem knapp und können deswegen eigentlich keinen Risikopuffer mehr aufbauen. Da müssen wir auch eine Veränderung finden. Mal schauen, ob das gelingt. Ja, kommen wir zu einem Thema, wo auf jeden Fall eine Zusatzaufgabe für die Apotheker in der Pandemie entsteht, und zwar die Verteilung von Masken. Sie haben ja im dritten Bevölkerungsschutzgesetz diesen Anspruch auch dann nochmal geschaffen. An der Verordnung sitzen Sie, glaube ich, noch. Wie soll das denn funktionieren, für diese knapp 30 Millionen je 15 FFP2-Masken in den Apotheken zu verteilen? Wissen Sie, Herr Waschinski, was ich gerade einmal mehr lerne und erlebe? Ist, dass so ein Satz, die Risikogruppen sollen 15 FFP2-Masken erhalten, leicht geschrieben ist. Aber wenn es dann um die Frage geht, wer sind die 27 Millionen, ist jetzt immerhin schon mal definiert durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Wie informiert man die? Wer hat überhaupt deren Daten? Wer kann die zuordnen? Sind natürlich die Krankenkassen und Krankenversicherer vor allem. Wie kriegen wir dann die Masken an den Mann, an die Frau, ohne dass jemand fünfmal in eine andere Apotheke geht und sich jeweils seinen Anteil abholt, während andere gar nichts kriegen. Also viele werden das ordentlich machen, aber ich meine, wir reden ja auch über einen Warenwert von an die 100 Euro. Da gibt es im Zweifel auch ein paar, die was anderes versuchen. 27 Millionen Briefe zu versenden, habe ich auch gelernt. Einmal mehr, geht nicht in 3 Tagen. Also es ist ein ziemlich komplexes Unterfangen, an dem wir da gerade arbeiten. Aber ich weiß eins ganz sicher: ohne die Apotheken und die Distributionswege dahinter wird es gar nicht gehen. Also ich wüsste nicht, wie wir das sonst jetzt überhaupt auf die Beine werden stellen können. Und deswegen werden wir mit der ABDA, mit dem DRV zusammen und sind ja auch schon im Austausch und im Gespräch, jetzt halt
schauen, wie wir das aufsetzen. Ich kann jetzt noch nicht viel konkreter werden. Natürlich arbeiten wir schon konkreter, aber ich möchte es lieber erst rund haben, bevor ich über Details rege, weil sonst ja ganz schnell auch wieder erstmal dann Unklarheiten entstehen können. Genau dazu haben wir aber auch eine Frage von den Zuschauern. Und zwar wird dort das Beispiel Bremen erwähnt und dort seien Apotheken auch überrannt worden fast schon. Wie wollen Sie denn verhindern, dass es da zu einem Ansturm kommt, sobald diese Briefe raus sind und jeder möchte, der Anspruch hat, möchte diese FFP2-Masken haben? Die Wahrheit ist, das kann ich nicht verhindern. Das ist einfach die Wahrheit. Ich würde mir wünschen, dass wir es hinkriegen. Also die Briefe zum Beispiel werden in Wellen, wenn man es so nennen will, gehen, weil man gar nicht 27 Millionen Briefe auf einmal verschicken kann. Und trotzdem wird es natürlich an bestimmten Stellen einen Andrang geben. Ich weiß auch nicht, wie weit wir jetzt mal für eine erste Situation vor Weihnachten nicht auch sehr flexibel mit hohem Vertrauen sozusagen in die Apotheker wie in die Patientinnen und Patienten mal ganz ohne ganz viel Regelwerk die Dinge so wie in Bremen tun müssen, weil sonst kriegen wir gar nichts mehr vor Weihnachten irgendwie auf die Straße. Aber es wird sicherlich, und das gibt es auch nichts dran drum herum zu reden, phasenweise zu Andrang und auch zu mancher Nachfrage führen, der wir dann irgendwie, die wenn wir nämlich auch kriegen, dann umgehen müssen. Also dieses Projekt, wie gesagt, als das sozusagen aufkam, waren alle gleich Feuer und Flamme, weil es ja auch erstmal Sinn macht, Risikogruppen besonders zu schützen. Aber wir erleben gerade, das ist natürlich dann schon auch ein komplexes Unterfangen. In der digitalen Welt wäre auch da übrigens manches leichter. Hätten wir jetzt eine elektronische Gesundheitskarte und Patientenakte, wo man einfach irgendein Feldchen hätte, wo man dann ein Kreuz setzen kann, der hat schon einer abgeholt. Und das wäre dann im Zweifel für alle einsehbar, wäre das Leben schon 10-mal leichter. Oder ich könnte alle informieren in der Patientenakte, Sie haben Anspruch auf, gehen Sie hin. Haben Sie das schon mal im Bundesdatenschutz? Aber das alles haben wir ja noch nicht und deswegen müssen wir es ganz klassisch analog machen. Mhm. Herr Schmidt, stellen Sie sich dann vor Weihnachten auf lange Schlangen vor den Apotheken ein? Ja, es hängt jetzt wirklich davon ab. Ne? Also wenn das in Wellen läuft und die Patienten sozusagen in Wellen aufgerufen werden, sich das abzuholen, vor Weihnachten, glaube ich. Wie viele Patienten, was ist das noch am Tag in der Apotheke in etwa? Im Durchschnitt so zwischen 100 und 200, denke ich, ist für eine... Ich meine jetzt auf ganz Deutschland bezogen. Ja, also Sie meinen, wie viele Patienten... Wie viele Menschen sind am Tag, in ganz Deutschland am Tag in der Apotheke? Kann man das sagen? 2 Millionen, 4 Millionen, 3 Millionen, irgendwas, also im Millionenmaßstab. Also das hängt jetzt von, ist saisonal unterschiedlich, aber wir haben in der durchschnittlichen Apotheke zwischen 100 und 200 Patienten pro Tag und das läuft auf 4 Millionen hinaus. Diese Zahl kann natürlich nicht zusätzlich zu ihrer Standardversorgung, die kommen ja in die Apotheken, weil sie ein Rezept haben oder was kaufen wollen. Wenn man für die alle noch gleichzeitig noch eine Maskenabgabe organisieren wird, wird es schon sehr schwierig. Was ja auch, es kommt ja noch dazu, dass wir noch gar nicht wissen, kriegen wir überhaupt genügend Masken beschafft. Also ich glaube auch, dass wir jetzt... Also Sie können gerne schon mal anfangen mit dem Beschaffen, weil verteilt wird sicher was und dann brauchen wir es auch. Das tun die Kollegen auch, weil ja jetzt schon nachgefragt wird. Also es ist ja jetzt schon so, dass Risikopatienten inzwischen gelernt haben, dass diese FFP2-Masken sie selbst schützen. Der Unterschied, das war lange nicht verstanden worden. Wir tragen auch da jetzt dazu bei, dass die Leute erkennen, hier nehme ich eine, insbesondere dann, wenn ich eben einkaufen gehe oder wenn ich in der Straßenbahn fahre oder wenn ich meine Familie treffe. Es wäre schon schön, also ich glaube, es wäre wirklich schön, wenn wir vor Weihnachten noch was tun könnten, um diese vorgesehenen Lockerungen Weihnachten halbwegs verantwortungsvoll machen zu können, dass die Leute, die jetzt wirklich Schutz brauchen, sich dann im Zweifel mit so einer Maske schützen, wenn sie im Gottesdienst gehen oder wenn sie einen Weihnachtsspaziergang machen oder sowas. Das wäre schon gut, aber es ist echt eine Herausforderung. Also so richtig weiß ich noch nicht, wie es gehen soll. Aber was ist denn Ihre Erwartung dann auch an das Bundesgesundheitsministerium, wenn es darum geht, wie man so eine Anspruchsberechtigung dann auch nachprüfen kann? Ja. Stellt sich auch die Frage, darf man dann Masken auseinzeln? Die kommen ja wahrscheinlich nicht alle abgepackt, die sind 15er. Also, passiert aber doch heute auch. Das geht alles. Ja? Das kann man alles machen. Die Frage ist, die Apotheken müssen zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit haben, auf rechtlich sicherem Terrain sich zu bewegen. Das heißt, die Politik muss sagen, welche Masken dürfen abgegeben werden, also Qualitäten in gewisser Weise definieren. Da muss man schauen, was da möglich ist. Das muss ja für die Patienten. Wir haben ja eine Diskussion in der Öffentlichkeit gehabt, medial vermittelt, über die Qualität von solchen FFP2-Masken.
Das heißt, wir erwarten auch, dass die Patienten da Fragen haben zu der Qualität, die sie da bekommen. Das heißt, da brauchen wir eine klare Ansage, was darf abgegeben werden, und das muss dann auch den Patienten in irgendeiner Weise verdeutlicht werden können. Das muss geregelt sein. Es muss natürlich die Kostenfrage geregelt sein, das ist aber eigentlich allen klar. Und wir brauchen in irgendeiner Weise eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Leute Leistungen erschleichen, um es mal so ganz ehrlich zu sagen, indem sie nämlich zu 3, 4 Apotheken gehen. Das alles kriegen wir vor Weihnachten, glaube ich, nur schwer hin. Und deswegen ist vielleicht so ein Weg, wie Sie es beschreiben, mit viel Vertrauen. Vielleicht erster Schritt ein erster Bremer Weg vielleicht, ja, ein wenig, und dann ein zweiter Weg. Sicherlich in der ersten Jahreshälfte, wo ja auch noch lange nicht alle geimpft sein werden, dann eben das geordnet zu machen. Das wäre schon schön. Weiterer Punkt, wo ja auch einige Fragen offen sind, übrigens auch einige Fragen, die uns hier gestellt wurden von den Zuschauern, ist das Thema Testen. Und jetzt sollen ja die Tests, die Abgabe der Tests in den Apotheken, der Antigen-Schnelltest, sollen ausgeweitet werden, auch für Erzieher und für Lehrer. Wie wollen Sie dann eigentlich sicherstellen, dass die Lehrerschaft und die Erzieher die auch richtig anwenden, diesen Abstrich, Nase-Rachen-Abstrich? Also erstmal haben nicht der Lehrer als Einzelner, sondern die Gemeinschaftseinrichtung Schule sozusagen oder die Gemeinschaftseinrichtung Kita die Möglichkeit zu beziehen. Worum es vor allem aber eben auch geht, dass damit die sozusagen Selbsttestung möglich wird. In Hessen gibt es ein Modellprojekt dazu, das ist noch nicht abgeschlossen, aber nach den ersten Erkenntnissen funktioniert das sehr gut, sogar nach einer Videoschulung, wie man halt diesen Test hinten im Rachen dann auch so nimmt, dass das Ergebnis dann auch ein einigermaßen verlässliches ist. Darum geht es ja dann vor allem auch. Es geht ja nicht darum, um die Schönheit des Prozesses, sondern darum, dass das Ergebnis nachher auch brauchbar bestmöglich ist. Das ist jetzt ja auch keine, wie ich denn die Tage irgendwo las, wieder Spahn sagt, Lehrer sollen sich testen. So ist es ja nicht, sondern es ist ein Angebot, eine Möglichkeit für die Schulen, für die Schulträger, für die Bundesländer, die das zum Teil auch erbeten haben von uns, dass wir diese Änderung möglich machen, die das nutzen wollen, mit den Erfahrungen, die jetzt eben in Hessen gemacht worden sind. Übrigens, dass es insbesondere auch Sinn macht bei hohen Inzidenzen. Also bei einer Inzidenz von 10 pro 100.000 ist das Risiko von falsch positiv relativ höher natürlich als bei der Inzidenz von 200 pro 100.000. Und das wird sich jetzt einruckeln müssen. Das ist jetzt, natürlich gibt es heute die Ersten, die sagen, wir haben noch nichts und müssen noch nicht. Das ist wie mit den Schnelltests generell. Die haben wir jetzt seit Mitte Oktober in der Testverordnung, seit September überhaupt in einer Qualität und Quantität verfügbar, dass man damit eben auch für unsere Pandemiestrategie damit umgehen kann. Und klar hat es jetzt eine ganze Zeit gedauert, bis überhaupt mal ansatzweise alle Pflegeeinrichtungen überhaupt schon mal einen Schnelltest sozusagen gesehen haben an der Stelle. Das wird aber, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, Tag um Tag auch besser in der Verfügbarkeit, in der Versorgung. Ist noch nicht genug, da gibt es auch nichts dran rumzunehmen. Ja. Ich bin gestern gefragt worden, wird jede Pflegeeinrichtung bis Weihnachten einen Schnelltest haben? Ehrlich gesagt kann ich versprechen, weil in der Pandemie sollte man nichts versprechen und sonst auch nicht, was man nicht sicher halten kann. Aber es wird Zug um Zug besser. Mhm. Und dann besteht ja sogar theoretisch die Möglichkeit, das sehe ich ja auch immer mehr Angebote, dass auch Apotheken in der Apotheke einen Schnelltest anbieten könnten, oder? Nee, also nach nicht. Unserer Auffassung, also da stehen schon ein paar, sind schon ein paar Dinge zu. Auch da gilt, es geht nur, wenn alles rechtlich sicher ist. Also das muss schon auch in der Pandemie gelten, weil da, wir haben ja Erfahrungen bei diesen, Sie werden sich erinnern, diese Antikörpertestfrage, die so lange zwischen den einzelnen Ländern unklar war. Aber bei diesem Antikörpertest ist ja was anderes. Das ist ja was völlig anderes. Aber darum, dass der Apotheker den Abstrich nimmt. Ja, dann müssen und die Auswertung machen. Nee, also nach unserer jetzigen Einschätzung der Rechtslage sind wir weder berechtigt, diese Tests an Endverbraucher, also an Patienten, die danach fragen, abzugeben, noch gehören wir zu den Berufsgruppen, die berechtigt sind, nach der Aufhebung des Arztvorbehaltes diesen Test durchzuführen. Das sind die Pflegekräfte, die Altenpfleger. Jetzt ist halt zu klären, was jetzt mit diesem Thema Lehrer, das zu verstehen ist. Dann kriege ich schon unterschiedliche Einschätzungen aus Ministerium und Abda. Dann sprechen wir das nächste Woche weil natürlich in der Perspektive für die Apotheker, die wollen. Nicht, dass jetzt wieder Heiß sparen will, dass alle Apotheken wer testen. Will, nein, aber wer machen. Will, wir müssen ja dahin und kommen ja auch dahin, dass es Testangebote eben, ich habe jetzt bei unserem Ministerium Plakat gesehen um die Ecke, 45 Euro für einen Schnelltest. Also die Preise sind ja auch auf dem Weg an bestimmten Stellen nach unten, in einem Testzentrum. Wenn Apotheken ein Angebot machen wollen, niedrigschwellig, braucht man natürlich eine Räumlichkeit, aber wenn man will, finde ich, soll man auch in der Apotheke
nach einer entsprechenden Schulung dann des Personals, weil das ist ja die eigentliche Anforderung im Medizinprodukte genau. in der Zulassung, das geschulte Personal dazu, auch in der Apotheke der Test möglich sein, durch Apotheke und Apotheker und oder geschulten Personal dann eben wo es möglich ist, wo es sich auf Selbstzahlerbasis dann ja, allerdings muss man natürlich auch sehen, solange wir diesen Flaschenhals bei den Tests haben oder den Engpass bei den Tests haben, ist die Frage, wo sollen wir die, wer soll sie kriegen, wenn wir bis jetzt noch nicht genügend Schnelltests haben, um alle Pflegeheime zu versorgen. Nee, ich meine ja so, also in der Perspektive mein Eindruck wäre, wenn ich die Produktionszahlen für Deutschland für Januar höre, dass wir dann wahrscheinlich was Dreifaches im Vergleich zu heute haben, dann wird es irgendwann auch. Also symptomfreie Patienten in Apotheken zu testen, damit die zum Beispiel die Sicherheit haben, dass sie sich mit der Familie treffen können, das halte ich für lösbar, auch im Alltag. Symptomatische Patienten in der Apotheke zu testen, im normalen Betrieb, ist ausgesprochen schwierig, werden nur sehr wenige anbieten. Das ist heute schon klar und das ist auch richtig, weil das muss man fachlich verantworten können, auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Arbeitsschutzgründen. Wer das können will, also wer das wollen und können, wo das glaubt zu wollen und zu können, dem muss es erlaubt werden, das sehe ich genauso wie Sie. Aber wir sollten nicht die Erwartung wecken, dass dann plötzlich sämtliche Apotheken überall und zu jeder Zeit bereitstehen, um einen Schnelltest durchzuführen. Wobei es da Beispiele aus dem Ausland gibt, Frankreich zum Beispiel, dort können sich in allen Apotheken symptomfreie Patienten testen lassen. Und wäre das auch aus der Verantwortung der Apotheker heraus nicht auch ein Bereich, wo man sagt, besser wir als medizinisches Fachpersonal nehmen diese Rachenabstriche, als wenn sich jeder zu Hause selbst hinsetzt? Das sehe ich auch genauso wie Sie, das ist völlig richtig. Es ist dann ein gewisses, es geht ja auch dann darum, die Qualitätssicherung des Tests tatsächlich durchzuholen. Es geht dann ja auch darum, im Zweifel bei positiven Tests den weiteren Weg zu beschreiben. Das ist ja dann nicht zu Ende. Da sagt man, ich bin positiv, geh mal nach Hause und schließ dich ein, sondern da gibt es Meldepflichten und alles muss alles geregelt und geklärt sein. Und insofern, ja, wir machen das, wenn die Zeit so reif ist und die Tests hinreichend zur Verfügung stehen und die Nachfrage da ist. Dann werden die Apotheken, die es können, werden es anbieten, wenn sie es dürfen. Aber das sind schon noch aus meiner Einschätzung noch ein paar Schritte klären zu gehen. Aber klären wir. Ja. Gleich nächste Woche. Oh gut. Eine Frage dazu haben wir auch noch vom Publikum. Und zwar stellt dort ein Zuschauer die Frage, die Abgabe von Selbsttests war in einigen Regionen erlaubt, in anderen nicht. Die Abgabe von Selbsttests in Apotheken. Warum kriegt das BMG da keine einheitliche Regelung hin? Die Regelung ist einheitlich und klar, Selbsttests dürfen nicht abgegeben werden, solange wir es nicht erlaubt haben an der Stelle. Da gibt es jetzt auch keine Uneinheitlichkeit. Wie geht es ja ab, wenn ich es richtig verstanden habe? Das war doch auch sogar bis hin zu diesem DM-Ding, ne, oder? Ja, ist der Antikörpertest. Ist ja der Antikörpertest, wo es ja im Zweifel auch darum geht, wo wird das Blut entnommen und von wem? Das passiert ja nicht selber zu Hause, sondern eher die Frage, was, wohin, von wem, wie geschickt wird, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Das ist schon, da gab es eine Diskussion darüber, ob das wirklich ein Test ist. Manche Bundesländer haben gesagt, es ist gar kein Test, sondern das ist nur ein Set, mit dem der Patient eine Laborleistung beauftragen kann. Also es ist wie so ein Probenentnahmeset wurde dann. Sie haben recht, da gab es, oder der Kollege hat recht, da gab es lange Zeit eine uneinheitliche Meinung. In Sachsen war es verboten, in Berlin war es erlaubt. Katastrophal eigentlich. Aber das ist ein Föderalismusthema, da kann der Bund gar nicht regeln, weil die Zuständigkeit für die Beaufsichtigung bei den Ländern liegt und die haben halt eine Weile gebraucht, bis sie sich, und das waren wirkliche fachliche Differenzen, bis sie sich darüber einig waren. Inzwischen ist es, denke ich, überall zulässig, diese Probenentnahmesets an die Patienten abzugeben, aber dieser Antikörpertest macht da faktisch keinen Sinn. Also das ist zwar schön, dass das jetzt überall erlaubt ist und sogar DM das verkaufen darf, aber was mache ich mit diesem Test? Das ist nach wie vor nicht wirklich klar, wie die Antikörperreaktion, was das bedeutet, ob jeder infizierte Antikörper entwickelt, wie viele er entwickelt, wie lange die vorhalten, ob er dann vielleicht doch ansteckend ist, das ist eigentlich nicht viel. Gleichwohl, sobald es einen guten Antigen oder was auch immer, Selbsttest gäbe, ja, den in der Amerika ja dann in der Zulassung, in der CE-Zertifizierung auch nachweisen müsste, dass der sozusagen in der Laien-Selbstanwendung sicher genug ist. Wenn es den gäbe, wäre ich jedenfalls grundsätzlich schon auch bereit, das könnten wir per Verordnung oder auch das RKI, gibt es zwei Wege dahin, das entsprechend auch zuzulassen, so wie wir es ja nach langer Diskussion, das ist ein ganz anderer Test oder ganz andere Erkrankung, aber bei HIV-Schnelltests, Selbsttests dann ja auch
irgendwann möglich gemacht haben. Aber der muss halt erstmal dann beweisen, sozusagen, dass er im Selbsttest dann auch gut genug ist. Kommen wir zum Abschluss noch zum Thema Digitalisierung. Der Wandel beschleunigt sich ja durch die Pandemie, das ist zumindest wahrnehmbar. Und Sie, Herr Spahn, haben ja gesagt, mehrfach schon, es gehe darum, diesen Umbruch zu gestalten und nicht zu erleiden. Welche neuen Gestaltungschancen ergeben sich denn aus der Pandemie, gerade auch mit Blick auf die Arzneimittelversorgung? Naja, die Erfahrung, die wir, Sie, gesammelt haben, etwa beim Botendienst, und das ist für mich schon zusammengedacht, weil das Digitale funktioniert ja abschließend nicht nur als digital, weil am Ende geht es ja in aller Regel darum, auch ein Arzneimittel oder ein Produkt sozusagen an den Mann, an die Frau zu bringen. Und irgendeine analoge Handlung muss ja stattfinden, damit das dahin kommt. Aber die Frage von Beratung, Unterstützung, Ablauf, E-Rezept, ich meine, dass wir im Jahr 2020 das alles noch per Papier machen, von vorne bis hinten, all diese Themen möglichst zu digitalisieren und dann mit dem Botendienst dann sozusagen, das habe ich ja immer gesagt, ein richtig gemachter Botendienst ergänzt, um auch digitale Möglichkeiten, telepharmazeutische Möglichkeiten, anderes mehr, ist immer im Wettbewerbsvorteil gegen den Versandhandel, weil sie viel schneller da sind an der Stelle. Und deswegen haben wir ihn ja erstens mal auch möglich gemacht und zweitens mal jetzt auch vergütet. Ich weiß, dass einige sagen, ist zu wenig. Immer zu wenig, aber es ist jedenfalls mal mehr, als es sonst gewesen wäre, nämlich da wäre es gar nichts gewesen. Und aus der Erfahrung der Pandemie und dem, was wir jetzt auch gesehen haben, zu sagen, das verstetigen wir. Das bin ich sehr froh, dass das Parlament, das jetzt auch nicht, wo auch nicht jeder gleich gesagt hat, finden Sie super, dann am Ende doch gesagt hat, den Weg gehen wir zusammen. Erleiden oder gestalten? Worauf stellen Sie sich ein? Der Minister hat traditionsgemäß mehr Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit meiner Kolleginnen und Kollegen in den Präsenzapotheken, als die selber haben. Das war also im Wettbewerb ja, mit dem Versandhandel. Ich glaube, inzwischen aber sind wir aus der Phase des Erleidens in die Phase des Gestaltens gekommen, weil wir einfach eine Weile gebraucht haben, um Digitalisierung nicht mehr als primär allein als Risiko zu verstehen, was aus der Erfahrung die andere Bereiche, andere Branchen gemacht haben, schon auch nachvollziehbar ist. Dass man natürlich sagt, wenn ich sehe, was passiert jetzt im Bereich der Anwälte mit diesen Legal Techs, was passiert den Banken mit den Fintechs, also wie verändert sich der Markt? Da muss man verstehen, dass da zunächst mal Sorge da ist. Das ist absolut korrekt. Was wir jetzt in dieser langen Diskussion ums VASG, das ja immer bei uns auch eine Diskussion über den Versandhandel ja, nein war, haben wir jetzt gelernt, es bleibt, wie es ist. Es bleibt eine Wettbewerbssituation zwischen zwei Vertriebsformen. Die eine ist die Regelversorgung, die andere ist eine ergänzende Vertriebsform. Und jetzt geht es darum, wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben und aus diesem enormen Vorteil, dass wir 99% der verordnungspflichtigen, verschreibungspflichtigen Arzneimittel nach wie vor an die Patienten bringen und der Versandhandel 1%. Das Maximale zu machen. Und wir haben jetzt diesen Sprung, den gehen unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt auch, dass sie sagen, okay, wir müssen im digitalen Bereich aktiv werden. Matthias Arnold hat ja vorhin gezeigt, es wird investiert, genau in diesen Bereich. Es entstehen auf der Seite der Standesvertretung, also des Apothekerverbandes Lösungen, es entstehen Lösungen im Umfeld der Apotheke, die der Präsenzapotheke ermöglichen werden, an dieser Entwicklung teilzuhaben und nicht abgekoppelt zu werden. Und ich glaube, am Schluss wird er recht haben. Also ich glaube, es ist die Präsenzapotheke mit ihrer Nähe und mit dieser Möglichkeit, wirklich menschliche Beziehungen aufzubauen, plus die Chance, denjenigen, die das digital haben wollen, die das online bestellen wollen, die das geliefert haben wollen, dieses anzubieten, und zwar schneller als jeder Versand, ist eigentlich ein unschlagbares Konzept. Ich glaube, es ist ein unschlagbares Konzept. Wir müssen es nur machen. Also Sie sind im Gestaltungsmodus. Bisweilen klagen Sie natürlich aber noch Ihr Leid, haben wir auch im Eingangsvortrag gehört, wo es dann auch um die vertikale Integration ging. Das ist was ganz anderes. Die Vermischung von ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit. Was muss da seitens der Politik passieren? Also wir sind uns einig, zumindest war das, glaube ich, das sind wir auch, dass diese Trennung zwischen den beiden Heilberufen einen Sinn macht. Da muss man gar nicht in das Edikt von Salerno, was da immer zitiert wird von vor 800 Jahren, muss man ins Apothekengesetz schauen, in die ärztliche Musterberufsordnung schauen. Und da gibt es nützliche Regelungen, die einfach auch im Sinne der Patienten diese beiden Berufsfelder trennen.
Und das hat auch überhaupt nichts mit Tradition zu tun, sondern es ist wirklich sinnvoll, dass derjenige, der das Arzneimittel verordnet, nicht derjenige ist, der an diesem Arzneimittel, indem er es distribuiert, auch noch Geld verdient. Und dass derjenige, der es distribuiert, es nicht gleichzeitig verordnen darf. Macht Sinn. Das wird jetzt unterlaufen. Das wollte ich in der Veterinärmedizin immer noch mal eingeführt wissen. Ja, das ist ein Punkt. Ja gut, da kommen wir ab jetzt vom Thema, darüber anfangen zu diskutieren. Aber das wird jetzt unterlaufen, indem gesellschaftsrechtliche Konstruktionen gebildet werden, natürlich nicht in Deutschland, weil das dort nicht zulässig wäre, die diese Trennung angreifen. Zunächst mal behaupten die zwar, nee, das sind zwei komplett getrennte Säulen. Aber hier müssen wir wirklich sehr aufmerksam sein. Wir haben eine Diskussion darüber geführt und erfolgreich abgeschlossen, dass hier die Regelungen des Antikorruptionsgesetzes, die ja auch geschaffen worden sind, um unzulässige Vermischungen zu vermeiden, dass sie hier einschlägig sind und anzuwenden sind. Das ist jetzt erstmal für mich das Instrument, mit dem wir arbeiten, wenn wir feststellen, hier gibt es wirklich Grenzüberschreitungen zwischen ärztlichem Beruf und apothekerlichem Beruf in gesellschaftlich also in gesellschaftsrechtlich gemeinsamen Strukturen. Das gefällt übrigens der Bundesärztekammer genauso wenig wie uns. Auch die wollen das nicht, weil auch die sehen, wie sie dort Gefahr laufen, den Arztberuf in eine kompromittierte Situation zu bringen. Niemand will das. Aber leider sind wir eben nicht mehr allein auf der Welt, sondern es sind europäische oder globale Entwicklungen. In anderen Ländern der Welt ist das völlig normal, da gibt es das alles aus einer Hand. Traditionell, schon immer, das stört da auch komischerweise auch niemand, führt zu massiv erhöhten Arzneimittelkosten, wenn man sich diese Modelle anschaut, Japan, USA, dann wirkt das natürlich jetzt global ein über Europa und da haben wir halt das Problem, dass wir dem was entgegensetzen müssen, gemeinsam mit der Politik. Alleine geht es nicht, aber gemeinsam mit der Politik. Sehen Sie das als Problem, Herr Spahn, diese Grenzüberschreitung? Wenn es eine gäbe, sähe ich es als Problem. Es gibt also keine. Nee, auch beim Beispiel Doc Morris Teleklinik, das jetzt angesprochen noch, wurde. Also erstmal muss ja dann, ist ja erstmal so ein Vorwurf, der im Raum steht, dass das stattfindet. Das verstehe ich auch, die Sorge. Also ich teile die Sorge grundsätzlich und ich teile auch die Notwendigkeit, da sehr klar zu sein und zwar nicht nur in Wort, sondern dann auch in Tat. Die gesetzliche Grundlage dafür ist aber auch da. Mhm. Ich finde, wir sollten gar nicht einen anderen Eindruck erwecken, dass die nicht da wäre, weil die Konstrukte könnte es, ich meine, diese Antikorruptionsgesetzgebung hat sich ja mal auch entwickelt daraus, dass natürlich bei niemandem, den wir kennen, aber ansonsten auch da durchaus mal wirtschaftliche Verbundenheiten gegeben hat zwischen einem Arzt und der Physiotherapiepraxis unten drunter oder der Apotheke. Also hat es ja auch schon mal alles gegeben in Ausnahmen, aber eben deswegen ist ja Antikorruptionsgesetzgebung überhaupt entstanden. Und die ist aus meiner Sicht und alles andere, was wir sonst am Rahmen und Regelwerk haben, bei dem Ärzte- wie bei dem Apothekenrecht, sehr, sehr klar. Und in dem Moment, wo jemand versuchen sollte oder das auch täte, das zu überschreiten, dann müssen eben all diese rechtlichen Mechanismen auch greifen. Aber bis jetzt ist es ja, soweit ich das wahrnehme, es sei denn, Sie haben andere Erkenntnisse, erstmal eine Vermutung oder eine Sorge. Aber wenn es schon stattfände, dann müsste man dem eben mit den Mitteln des Rechtsstaates auch nachgehen. Wir wollen das nicht, um das klipp und klar zu sagen. Aber wir müssen eben am Ende dann auch den Tatbestand an sich, die Tat, dann ahnden und nicht vielleicht herbeireden. Wir sehen diese Entartungen. Der Vizepräsident hat ja vorhin ein Beispiel gezeigt. Das findet primär im Netz statt. Also auch, das ist ja nun mal wieder ist keine deutsche Struktur, die dahinter steht. Aber natürlich wird durch die Europäisierung wird zukünftig es möglich sein, deutschen Patienten, das ist ja auch bis zum gewissen Grad auch gewünscht, auch Dienstleistungen in anderen europäischen Ländern anzunehmen. Dort sind die Regeln halt anders. Und man muss nur schauen, dass das dann nicht nach Deutschland auf kaltem Wege importiert wird. Und wenn jemand wie Walter Oberhensli von Zur Rose sagt, er findet diese ganzen Trennung der Berufe eigentlich alles anachronistisch und man müsste das mal ändern, dann sieht man ja, woher der Wind weht. Und ja, da muss auch, finde ich, dagegen vorgegangen werden. Ja, aber wen interessiert denn, was der sagt? Also meine Kollegen finden das schon sehr spannend. Ja, aber ich lese, ja. Ich habe jetzt, aber immerhin haben Sie vielleicht ja zur Kenntnis genommen, dass mit Beschlussfassung über das VASG der Börsenwert gleich runtergegangen ist. Das zeigt doch mal, dass die Gesetzgebung vielleicht gar nicht so schlecht war. Man soll ja nicht schadenfroh sein. Nein.
Nein, darum geht es mir doch gar nicht. Es zeigt aber doch, dass wir da was reguliert haben, das einen Unterschied macht. Sonst hätte es ja nicht eine Folge an anderer Aber davon Stelle, bin ich, gehabt. Müssen Sie mich nicht überzeugen. Der Auffassung war ich immer, wir haben jetzt mit diesem, das, der letzte Satz mag erlaubt sein, weil das alle auch erwarten, dass wir darüber reden. Wir haben mit diesem VASG in einem Bereich, der bisher komplett unreguliert war, nämlich im grenzüberschreitenden Versand von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, haben wir seit 2005 null Preisbindung gehabt. Wir haben zwar geglaubt, wir hätten eine, aber wir haben sie nicht gehabt. Und wir haben jetzt für 90% Preisbindung erreicht. Und wenn jetzt einer behauptet, das sei nichts, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie zwischen 0% und 90% kein Unterschied gesehen wird. Derjenige, der das sagt, kann nicht rechnen. Abwarten muss man dann wahrscheinlich noch, was das EuGH dann irgendwann dazu sagen wird. Aber das gilt jetzt schon auch, egal was wir entschieden hätten, also welchen Teil man für umsetzbar gehalten hätte. Sie wissen, dass wir aus europarechtlichen Erwägungen diesen Weg auch gewählt haben. Aber es wäre so oder so höchstwahrscheinlich vor irgendeinem Gericht gelandet. Leider, ich hätte jetzt gerne auch abschließende Klarheit. Wir sind aber sehr überzeugt, dass das eben auch Bestand hat und haben wird. Aber ausschließen, dass es ein Verfahren gibt, kann natürlich niemand. Wir haben noch eine Frage zum Gamechanger E-Rezept. Das wird ja auch ab 2022 dann verpflichtend. Und die Frage bezieht sich jetzt auf den Zuschlag, den die Gematik erteilt hat für die Entwicklung der Struktur. Und Herr Spahn, da möchte ein Zuschauer wissen, ob es durch diesen Zuschlag an IBM und die auch schon mehrfach erwähnte Zurose-Gruppe, ob es da irgendeinen Interessenkonflikt gäbe oder die Gefahr eines Interessenkonfliktes. Also der Geschäftsführer der Gematik hat sich dazu ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, schon mehrfach geäußert, das auch nochmal erläutert und dargestellt. Das war ein Vergabeverfahren an IBM, das einfach seinen vergaberechtlichen Weg sozusagen gegangen ist. Es besteht ja nur auch am Ende im Vergaberecht eben klare Kriterien und rechtliche Vorgaben. Und so wie Herr Leik-Dieken das dargelegt hat, ist mein Eindruck, wenn Sie mir da zustimmen, sonst muss man das so sagen, kann man damit eben auch dann umgehen. Aber ich verstehe total, was sozusagen das alles auslöst, dann im ersten Moment und was dann alles noch so behauptet wird, dann kriegt man leider. Aber wenn man halt mal einfach dann nochmal vielleicht einen Schritt zurückgeht und einfach auf die Faktenlage schaut und auf das, was ist, und wie es ist und warum es ist, dann hoffe ich einfach auch, dass man sieht, dass die Sorge an der Stelle nicht begründet ist. Also die psychologische Wirkung ist fatal bei den Kolleginnen und Kollegen, ist ganz klar, aber es ist eine psychologische Wirkung. Also Herr Leik-Dieken hat tatsächlich in mehreren Interviews auch mit unserer eigenen Presse klar dargestellt, dass das keine politische Entscheidung, sondern dass es eine Ausschreibungsentscheidung gewesen ist, die einfach... Ehrlicherweise habe ich von dem... Sie machen jeden Tag Ausschreibe erst mitbekommen, als es dann irgendwie klar, politisch problematisch diskutiert oder von den Apothekern nochmal an mich reingebracht wurde. Also ich kann Ihnen eins sehr klar sagen, ich habe ein sehr hohes Interesse politisch und in der Sache daran, dass das E-Rezept eine sehr hohe Akzeptanz hat. Vor allem auch eine sehr hohe Akzeptanz hat bei den Apothekerinnen und Apothekern. Das ist, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, eine der größten Veränderungen jedenfalls mal, im Bereich von Apotheken und wie wir umgehen mit den Dingen und wie wir sie abrechnen, wie wir sie handeln, wie sie überhaupt, Patient, Arzt, das ändert ja wahnsinnig viel. Das können wir alles im Zweifel ja dann auch erst im Ablauf sehen. Ich habe ein wahnsinnig hohes Interesse daran, dass es ein hohes Vertrauen und eine hohe Bereitschaft gibt, mitzumachen. Und das bedeutet eben andersrum auch, ich werde an keiner Stelle irgendwo eine Gefahr eingehen, dass da irgendwie Akzeptanz verloren geht. Da habe ich überhaupt kein Interesse. Ich habe Interesse daran, dass die Dinge klar, rechtlich klar sind. Deswegen haben wir sie auch jetzt in mehreren Gesetzen entsprechend rechtlich geregelt, dass die Dinge ordentlich laufen, dass man gut begründet Vertrauen haben kann und dass das Makelverbot und alles, was da drumherum ist und was dazugehört, dass das eben auch gilt. Zum Abschluss dieses Themenblocks wollte ich kurz auf Amazon zu sprechen kommen. Amazon ist ja auch einer der großen Profiteure jetzt in der Pandemie. Viele Leute kaufen da ein und mitten in dieser Pandemie hat Amazon jetzt in den USA Amazon Pharmacy gestartet, eine eigene Online, eine eigene Versandapotheke. Ist das etwas, wo sich die Politik und die Apotheker in Deutschland auch darauf einstellen müssen, dass es perspektivisch diesen Markteintritt geben wird? Denn das ist ja nochmal aus Apothekersicht, wäre das ein ganz anderes Kaliber als die Zurose-Gruppe.
Die Frage wäre ja, auf welchem Weg der Markteintritt denn stattfinden soll, ob Jeff Bezos dann Apotheker, Pharmazeut wird und hier eine Apotheke. Also die Regeln erstmal für Apotheke werden sozusagen in Deutschland und Gründen sind ja sehr, sehr klar. Und die Parameter rund um den Versandhandel eben auch und jetzt nach der Gesetzgebung nochmal klarer. Die USA hatten schon immer einen Weg, auch in Arzneimitteldistribution und in diesem Zusammenspiel Apothekerschaft, Ärzteschaft und anderes mehr, der anders war als unserer und den wir so auch nie gehen wollten und nicht gehen werden. Und deswegen kann man eine Entwicklung in den USA auch nicht vergleichen oder auch in UK, ich meine, da ist der Apothekenmarkt auch ein völlig anderer und die Herangehensweise nicht vergleichen mit unserem Ansatz. Ich glaube, diese Angst vor Amazon wird in erster Linie die Arbeit der existierenden Versandhändler beeinflussen. Also da wird einfach, weil Amazon eine andere Benchmark setzen wird jetzt in dem amerikanischen Engagement, wie man sowas macht. Und insofern ist das so weit weg vom Geschäftsmodell oder vom Existenzmodell der Präsenzapotheke, dass sich eigentlich an dieser Wettbewerbssituation primär mal nichts ändert. Amazon wird, wenn sie nach Europa oder nach Deutschland kommen, nicht in Deutschland Apotheken gründen, besitzen, betreiben dürfen. Das ist ausgeschlossen und ich kenne im Moment zumindest, das ist auch eine Situation, die ich in meinen 25 Jahren Berufspolitik noch nie erlebt habe, keine politische Kraft, nicht mal die FDP, die man heute dafür gewinnen würde, dort das Regelwerk so zu verändern, dass Amazon hier die Landschaft aufrollen dürfte. Das heißt, es wäre wie zur Rose auch ein Geschäft, was aus wahrscheinlich Niederlanden oder UK oder der Tschechischen Republik nach Deutschland rein arbeiten könnte. Das wird ja über die Länderliste geregelt. Also ich glaube auch, dass das irgendwann ein Problem sein wird, aber es wird ein Problem sein für diejenigen, die Versandhandel anbieten. Und die vertreten wir natürlich, soweit sie in Deutschland sitzen, auch. Daher haben wir ein Interesse daran und verfolgen das mit Interesse. Wenn das aber ein Wettbewerb zu einer holländischen Company ist, dann sage ich erstmal, das ist ja immer deren Problem, wie die damit fertig werden. Ja, Herr Schmidt, in der kommenden Woche wird Ihre Nachfolgerin gewählt. Ist das jetzt eigentlich der letzte offizielle Termin mit dem Minister? Das weiß man ja nicht. In der Pandemie kann man nie sagen. Wir haben schon ganz kurzfristig Termine. Meine Amtszeit läuft ja bis zum 31. Dezember. Ich hatte allerdings nicht vor, nach der Wahl, die nächsten Mittwoch stattfindet, hier noch groß öffentlich präsent zu sein. Aber ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Wenn es der letzte wäre, dann nutze ich gerne die Gelegenheit, mich zu bedanken, Herr Spahn, bei Ihnen. Wir sind in vielen Dingen nicht einer Meinung, aber ich will eins festhalten, was schon der Kollege Fritz Becker gesagt hat in seinem Abschied, der jetzt schon diese Woche war. Das, was Sie angekündigt haben, haben Sie immer gemacht. In vielen Fällen hat uns das nicht gefallen, aber es hat uns in einigen Fällen wirklich weitergebracht. Können wir das umdrehen? In vielen Fällen? Ja, können wir auch machen. In einigen Fällen hat es uns nicht gefallen, aber es hat uns in vielen Fällen weitergebracht. Dann sind wir auf diese Weise besser zusammen. Also insofern, wir haben ja sehr lange zusammen, da waren Sie noch gesundheitspolitischer Sprecher, als ich in Berlin anfing. Und wir haben schon damals über Themen gesprochen, die Sie jetzt erst als Minister mit uns gemeinsam umgesetzt haben. Das Thema pharmazeutische Dienstleistung, Impfen in der Apotheke, Quotendienstvergütung. All diese Dinge sind eigentlich im Kopf gewesen über viele Jahre. Und sie waren mit den Ministern, die wir vorher hatten, nie zu machen. Mit ihnen waren sie zu machen. Darüber bin ich persönlich sehr froh. Und insofern bedanke ich mich an dieser Stelle für die Zusammenarbeit, die wir hatten. Kann ich nur zurückgeben. Wir haben ja sogar nächste Woche noch eine interne Runde zu einem Thema, aber unabhängig davon sozusagen, wir werden uns ja auch noch sehen an verschiedenen Stellen, aber einfach auch, kann ich nur zurückgeben, das Dankeschön für eine gute Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber eben auch mit unterschiedlichen, ich meine, wir haben unterschiedliche Aufgaben an der Stelle und gleichwohl bleibe ich dabei, wie Sie schon sagen, wir haben wahrscheinlich mehr jetzt auch mal mit einer Perspektive nach vorne angestoßen in den letzten 2 Jahren, nicht nur, aber eben auch in diesem Bereich. Als manchmal vielleicht in 10 Jahren Diskussionen mit dem Blick nach hinten an manchen Stellen gelungen sind. Insofern danke ich für auch gute Zusammenarbeit. Danke. Herr Schmidt, Herr Spahn, ich danke wiederum für die interessante Diskussion. Ihnen auch. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Fragen, die Sie geschickt haben. Das war Lass uns reden, der Abda-Talk. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende.